Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Honda hat kürzlich die Africa Twin für 2020 vorgestellt, die 1100er. Und da wurde, einerseits wurde sie vorgestellt, andererseits gibt es jetzt schon die ersten Testberichte. Und dazu möchte ich mal meine Meinung sagen, beziehungsweise Meinungen sind wie, ihr wisst schon, jeder hat eine, sie muss nicht richtig sein, aber ich finde das ein ganz spannendes Motorrad, vor allem die Zweiteilung in diese zwei Maschinen, die zur gleichen Zeit erschienen sind und in welche Richtung Honda seine Kunden im Grunde ziehen möchte. Also insgesamt, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt jetzt zwei Motorräder. Also einmal die normale Africa Twin, das ist die Basisvariante mit einem sehr abgeschnittenen Windschild, mehr Offroad tauglich, leichter, kleinerer Tank und natürlich günstiger. Also das ist die günstigere Version. Dieses neue Display ist bei allen Standard. Darunter gibt es noch diesen Offroad-Tacho, wenn man zum Beispiel Apple CarPlay oben sich einblenden lässt. Es gibt kein Android-Auto, was ich überhaupt nicht verstehen kann als Android-Nutzer. Also das Motorrad scheidet allein dadurch für mich aus, dass da nur Apple CarPlay drauf geht. Ich habe kein iPhone, ich will auch kein iPhone. Dass sowas nicht, dass nicht beides geht, finde ich ein Skandal, aber okay. Sind iPhone-Nutzer alle Africa Twin-Fahrer? Ich glaube nicht, egal. Genau, also dieses Display, wo man wirklich alles einstellen kann, also alles. Es gibt im Grunde nichts, was man einstellen kann. Ich habe die Honda Africa Twin, die erste Generation, also die neue erste Generation, als relativ einfaches Motorrad empfunden. Mittlerweile ist es ein fahrender Computer, also du hast das mega Display, du kannst irgendwie alles einstellen. Musst dir wahrscheinlich alles erstmal vom Händler, der vielleicht selbst nicht so viel Ahnung hat, erklären lassen. Und darunter hast du noch ein Display. Also was ich zum Beispiel erstmal schlecht finde, ist, dass man zwei Displays hat und wenn das obere Display als normaler Tacho genutzt wird, kann man das untere Display nicht ausschalten. Also das finde ich ja schon mal irgendwie komisch, weil immer, da hast du immer zwei Geschwindigkeiten, die angezeigt werden. Also weiß ich nicht. Also das ist irgendwie nicht für mich nicht zu Ende gedacht. Klar, es ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel oben Apple CarPlay aktiv hat mit Navigation oder keine Ahnung, wenn man eine SMS schreiben will oder was auch immer diese Millennials alle machen auf ihren Motorrädern, keine Ahnung. Ich habe das bei meinem Navi, bei diesem TomTom, das kann das ja auch, aber da habe ich alles ausgeschaltet. Ich will auch keine Benachrichtigung von WhatsApp irgendwie auf dem Navi sehen oder auf dem Motorrad. Also, jetzt mal ehrlich, ist doch Quatsch. Und dass man das untere nicht ausschalten kann, aber das untere an ist, wenn das obere an ist, ist ja logisch. Aber dass man das untere anschalten kann, wenn das obere im Grunde die gleichen Informationen liefert, finde ich irgendwie seltsam. Also nicht zu Ende gedacht. Oder man hätte das Display irgendwie zweiteilen können, dass man dieses untere Tacho nicht braucht, dass das nur angeblendet wird oben. Ist ja egal. Also das Tacho finde ich grundsätzlich gut, aber dass es nur Apple CarPlay kann und dass es halt nicht so komplett durchdacht ist, dass es kein einheitliches System ist, finde ich ein bisschen kurios. Eigentlich empfand ich die Japaner immer als sehr als sehr, sehr zu Ende denkende Entwickler, aber irgendwie wirkt das bei diesem Motorrad nicht so. Auch die Knöpfe an der Seite, alle Honda Motorräder, die ich bisher gesehen habe, waren relativ einfach zu bedienen. Klar, man kann auch Touchscreen machen, aber man muss ja irgendwie das bedienen hier während der Fahrt und so weiter. Aber besonders bei diesem, also generell bei allen ist halt hier mega so ein Kreuz und dann noch Knöpfe und dann noch Knöpfe und da Tempomat, hier Tempomat, hier DCT auch noch hoch, runter. Alles mögliche, also dieser mega Klatscher von Knöpfen ist für mich ein bisschen irritierend. Also ich finde es ja gut zum Beispiel, dass, also auch wenn man auf den Blinker kommt mit so dickeren Handschuhen, dann kommt man wahrscheinlich, läuft bei dir, hier ist nur 50, da ist man komplett irritiert. Also ich habe ja jetzt hier diesen neuen Handschuh an und es fällt mir jetzt schon schwer, hier zu blinken oder so. Mit weicheren Handschuhen geht das besser, aber dann die kleinen Mini-Knöpfe da benutzen, dieses Steuerkreuz und so weiter, ich weiß ja nicht, dann hier oben noch DCT und Lichthupe und was weiß ich alles, was da noch für Knöpfe sind. Auf der rechten Seite Tempomat Standard, finde ich gut, also besonders bei einer Africa Twin, wo ich mir nicht vorstelle, dass jemand sein Motorrad hinten auf dem Hänger hat und dann irgendwo hinfährt und da fährt, sondern dass man halt wirklich eine lange Anreise hat mit Motorrad, so wie ich zum Beispiel jetzt in die Alpen, die 1000 Kilometer nach unten, finde ich schon praktisch. Tempomat habe ich jetzt, also ich habe vorher immer gesagt, ich brauche unbedingt auf einem Motorrad einen Tempomaten.
weil meine Hand dann irgendwie schlapp wird und so. Aber seitdem ich diese Heizgriffe hier dran habe und der Griff eigentlich dicker ist, habe ich eigentlich keine Probleme, dass ich unbedingt einen Tempomaten habe, weil ich erstens kann ich den Daumen hier hinpacken und so. Aber es ist gut, dass es dabei ist, dass es Standard ist, dass man es nicht extra bezahlen muss wie bei KTM. Das finde ich schon ein bisschen eine Frechheit. Also bei in so einer Preisklasse, in so einem Motorradsegment ist, muss es eigentlich schon Standard sein. Dann vorne beide Scheinwerfer scheinen. Ja. Oh Wunder, muss eigentlich Standard sein, dass beide Scheinwerfer vorne scheinen. Das fand ich, war schon damals bei den Hondas, bei der CBR 600 oder so, so komisch. Ja, sieht natürlich viel besser aus. Dann hat dieses Adventure-Modell, ist jetzt, generell sind beide Motorräder schlanker. Als ich mal die Africa Twin Probe gesessen habe, hier bei uns beim Händler, dachte ich, boah, was ist das für ein Schlachtschiff? Ich hatte meine Beine irgendwie so. Also es ist überhaupt gar nicht bequem zu fahren. Und das neue Modell ist viel schlanker. Die Adventure Sport ist tiefer. Also sie ist nicht mehr für nur großgewachsene Menschen gedacht. Also auch für normale Menschen, weil die Adventure Sport, ich sag's auch oft, also ich mit 1,80 Meter und dem Gewicht von irgendwie 250 Kilo oder so, das ist schon, und dann vielleicht noch Koffer hinten dran oder so, das ist schon nicht ohne, wenn die da so hoch ist. Und ich habe auch gehört, dass Leute mit 1,86 damit Probleme haben. Also nicht alle Adventure-Fahrer sind irgendwie groß gebaut, schwer, muskulös und können das irgendwie alles so einfach tragen. Also das finde ich schon wichtig, dass sie trotzdem noch tief genug ist, dass man die gut halten kann. Genau, hier war glaube ich 70. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Das größere Modell, also die Adventure Sport, hat mehr Tank, ich glaube fast 25 Liter, die kleinere hat ein bisschen kleinere Tank, ist okay. Die kleinere ist halt so Adventure-orientiert, also sie hat auch glaube ich Stollenreifen, also nicht Stollenreifen, so Outdoor-Reifen schon vom Werk aus montiert, finde ich okay. Die Adventure Sport hat ein höheres Schild, jetzt hat auch noch Kurvenlicht, also ich finde, das was ich nicht schön finde, ist, dass sie vorne an der Maske unterschiedlich aussehen. Also dass diese Adventure Sport hatte dieses Kurvenlicht, was man glaube ich auch von Kawasaki schon mal gesehen hat bei der Versus 1000, wo das Licht halt je nach Schräglage dann angeht. Kurven-ABS hat glaube ich auch die Adventure Sport, die kleinere weiß ich nicht. Aber jedenfalls haben sie beide technisch aufgerüstet, Traktionskontrolle in mehrfachen Stufen. Alles glaube ich, was Elektronik dabei ist, ist dabei. Da braucht man sich nichts vormachen, das ist halt schon ein Hightech-Motorrad. Was ich gut finde, das DCT soll vorausschauend denken, also vorausschauend schalten. Die Tests sagen, es funktioniert, aber ich stelle mir das trotzdem ein bisschen nicht so vor, wie man wirklich so selbst schalten würde. Aber klar, ich bin noch nie DCT-Getriebe gefahren, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ist okay. Und aber was man behält, ist insgesamt das Design des Motorrads. Also man erkennt, dass es eine Africa Twin ist. Sie sieht schön aus, sie sieht ein bisschen schlanker aus. Hinten kann man weiterhin die Aufnahme für die Koffer super dran machen. Also die ist geblieben. Also alle guten Sachen, die Honda hatte, sind geblieben. Man musste sich halt anpassen bei den anderen Sachen, bei der Elektronik, beim Display, beim Schnickschnack, beim Tempomaten, bei allem. Man muss halt alles drin haben und ist ja okay. Wenn ich mir eine Africa Twin in der Größe kaufen würde, würde es die Standardvariante sein, weil ich den ganzen anderen Quatsch nicht brauche, der da ist. Und aber mit dem höheren Schild, weil ich verstehe nicht, wieso da, also klar verstehe ich, wenn jetzt jemand Offroad fährt und dieses höhere Schild nicht braucht, aber auch auf der normalen Fahrt finde ich so ein Schild, was nicht komplett so, das ist ja hier so irgendwie abgeschnitten, irgendwie sinnlos. Ja, also ein bisschen höher kann es schon sein, aber ist halt, muss halt jemand selber müssen, also wenn, dann wenn die normale. Und man hat halt hier Handguards, aber die sind halt nur die Hälfte, da müsste man halt Handguards updaten. Aber der Rest ist okay, also auch, ich weiß nicht, ob ich die CT nehmen würde, aber der Rest ist okay. Was man halt nur bei der Adventure Sport kriegt, ist das aktive Fahrwerk. Finde ich ja mega spannend, also ich bin ja generell ein Fahrwerkseinstellmuffel, also ich habe das hier zwar eingestellt, einmal auf Stufe 4 jetzt, damit es ein bisschen härter ist, aber ich finde ein semi-aktives Fahrwerk die sinnvollste neue Änderung, weil wer von den normalen Fahrern wird sich wirklich Gedanken machen, um sein Fahrwerk so einzustellen, wie man es braucht. Im Endeffekt fährt man es so, wie es irgendwie eingestellt ist, vielleicht verstellt man es einmal, aber
man ist ja kein Fahrwerksexperte oder weiß, in welche Richtung man ein Fahrwerk einstellen muss. Und deswegen finde ich ein semi-aktives Fahrwerk, was sich an den Gegebenheiten anpasst, richtig geil. Also würde ich ja gern auch haben. Wahrscheinlich wäre das Fahrverhalten dann nochmal komplett anders. Wenn es rauer wird, stellt sich das Fahrwerk auf weicher um. Wenn es abhebt und landet, dann weiß es ja, dass es in der Luft ist. Dann stellt es sich härter um, damit man nicht durchschlägt. Also solche Sachen sind halt mega gut, aber kostet halt auch Preis. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Africa Twin mit voller Hütte irgendwie 20.000 kostet, oh, das schmerzt schon. Auch die kleinste Version ist viel teurer geworden. Und deswegen glaube ich, die Kamera noch, ja, der Akku ist nämlich gleich leer. Deswegen glaube ich auch, dass Honda eine Mittelklasse Africa Twin bringen muss jetzt. Also die ist einfach zu teuer. Und die ist auch nicht mehr A2 tauglich. Die hat ja jetzt irgendwie über 100 PS, sodass man sie nicht mehr drosseln kann. Ich glaube auch nicht, dass viele das gedrosselt haben, aber es braucht halt irgendwie eine Alternative zur BMW F850, zur KTM Duke 97, sowas zur Tenere 700, sowas ohne zu viel Schnickschnack. Aber trotzdem dieser Africa Twin Spirit, wo du denkst, boah, ich kann losfahren, die ganze Welt sofort erobern. Für 10.000, ungefähr. Und wenn das kommt, wer weiß, vielleicht würde ich dann auch zuschlagen, so 90 PS, vielleicht 85 PS um den Dreh. Zweizylinder, Africa Twin Design, bezahlbar, muss nicht viel Schnickschnack haben. Also das ist ja das, dieses Konzept der Tenere 700 finde ich ja mega. Aber ich will halt irgendwie trotzdem, wenn dann, eher bei Honda bleiben. Genau, das war meine kurze Meinung zur Honda Africa Twin 1100 von 2020. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr die findet, ob ihr vielleicht schon eine bestellt habt. Ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr vielleicht mal eine fahren kann, weil die Africa Twin zu fahren ist auch irgendwie so ein Traum. Als Kind hat man die immer gesehen, Dakar, hier Sprünge und alles mögliche, und das war so ein Motorrad, boah, immer wenn einer damit angekommen ist, voll mit Aufklebern, Koffern, der ist um die Welt gefahren, hatte man immer das Gefühl. Und klar könnte ich das vielleicht mit dieser Maschine auch, aber die Africa Twin hat halt so diesen Weltenbummler Spirit, den möchte ich auch einmal erleben. Es muss nicht die neue sein, aber ich möchte einmal eine Africa Twin fahren, irgendwann auch mal eine alte, aber gerne auch mal die neue, und das werde ich vielleicht dieses Jahr hoffentlich schaffen. Nächstes Jahr. Dieses Jahr mit Sicherheit nicht mehr. Ist zu kalt und zu gefährlich. Erstmal hier Griffheizung an. Alles klar, ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr die Africa Twin, die neue, findet, die Preisgestaltung und die Ausstattung. Und da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Vielleicht habt ihr euch schon eine bestellt. Das würde mich auch mal interessieren. Genau, das war's mit diesem kurzen Video zur Africa Twin 2020. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.